3. Mai. Ich habe dieses Jahr ganz besonders das Wachsen und Blühen in der Natur miterlebt. Überall grünt und blüht es. Ihr habt es sicherlich in den Medien mitbekommen. Am Abkommen der Woche soll es wieder möglich sein, gemeinsam Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Dafür braucht es ein Hygienekonzept, in dem auch auf genügend Platz und Abstand zwischen den einzelnen Besuchern geachtet wird. Wann und wie es wieder weitergeht, berät der Kirchenrat und wird dann den einzelnen Haushalten unserer Gemeinde dies auch schriftlich mitteilen. Sicherheit geht vor. Bitte habt Verständnis dafür. Und selbst wenn wir wieder Gottesdienste hier in der Kirche feiern werden, es wird noch den einen oder anderen Gottesdienst in dieser Form geben. In dieser Woche lag Freud und Leid in unserer Gemeinde wieder ganz eng beieinander. Am 25. April verstarb unser Gemeindeglied Hermine Wolta, geborene Lendering, im Alter von 82 Jahren. Wir haben sie am Mittwoch im engen Familienkreis beerdigt. Worte aus Jesaja 41,10 standen im Mittelpunkt der Beerdigung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich. Gleichzeitig freuen wir uns mit Patrick und Rika Höllmann über die Geburt ihres Sohnes Elia. Er kam am 25. April zur Welt. Beginnen wir den Gottesdienst mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände.
alles Zerbrochene in unserem Leben, alles, was uns nicht gelingt, wo wir gescheitert sind mit unseren Bemühungen, wo wir es vielleicht sogar gut meinten, wir aber feststellen mussten, dass es eben doch nicht gut war, bringen wir in diesem Augenblick vor dich. Wir leben in einer Welt mit vielen Brüchen. Vieles läuft falsch. Manchmal sind wir Opfer, manchmal Täter, oft auch beides gleichzeitig. Wir bitten dich, bleibe du bei uns. Amen. Als Weisung lese ich uns Frage 64 vor. Macht aber diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Gemeint ist die Lehre, dass der Glaube allein gerecht macht? Die Antwort lautet nein, denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist, du Quelle des Lebens. Am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt und aus allen Farben leuchtet die Buntheit deiner Gnade. Erneuere auch uns im Geist Jesu Christi. Vertreibe die Schatten aus unserer Seele
und füll unseren Alltag mit dem Glanz deiner Liebe. So lass uns auch in diesem Gottesdienst deine Liebe erfahren. Amen. Ich lese uns Johannes 6, 60 bis 69 nach der Übersetzung Bibel für alle. Nachdem sie diese Rede gehört hatten, sagten viele Jünger von Jesus: Das war eine unerträgliche Rede. Wer kann ihm noch länger zuhören? Jesus war sich darüber im Klaren, dass seine Jünger empört waren. Er sagte zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Werdet ihr das auch noch tun, wenn ihr seht, der Menschensohn steigt zum Himmel hinauf, dorthin, wo er vorher war? Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken Leben. Aber unter euch gibt es einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer von ihnen nicht glaubte und auch wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Deshalb habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es der Vater ihm nicht möglich macht. Daraufhin wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. Findet sich in Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet.
Man sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt, was immer ihr wollt, darum bittet, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Liebe Gemeinde, 7-mal findet sich in diesem Bibelabschnitt das Wort bleiben. Und das ist ja gerade unser Problem. Wir würden ja gerne zusammenbleiben, aber wir können und dürfen es nicht. Wir sind gezwungen, auf Distanz zu gehen. Wir überbrücken diese Distanz durch die modernen Medien. Wir telefonieren, E-Mailen, Skypen, WhatsAppen. Aber wir merken, auch das ist nicht ausreichend. All das schafft nicht die Nähe, die wir uns wünschen. Es fehlt die Umarmung, der Händedruck, einfach die körperliche Präsenz des anderen. Ich denke, wir alle vermissen das. Noch schlimmer ist es für die, die einen Freund und Verwandten im Krankenhaus oder im Altenheim haben. Menschen verkümmern wie eine Blume ohne Wasser, weil sie ihre Angehörigen nicht um sich wissen. Menschen wird in diesen Tagen viel aufgebürdet. So höre ich Jesu Worte aus dem Johannesevangelium heute nochmal ganz anders. Jesus zeigt, lebt und verkörpert Gottes Nähe zu uns Menschen. In unserem Bibelabschnitt vergleicht Jesus sich mit einem Weinstock. Jesus ist der wahre Weinstock. Du hast deinen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. So lesen wir es in Psalm 80. Wie Israel ist auch Jesus eine wirkliche Pflanzung Gottes. In Jesus und durch ihn wirkt Gott. So schenkt Gott uns Leben. Die vertriebenen Völker, also wir, haben eine Hoffnung. Durch Jesus sind wir verbunden mit Gott. Der Weinstock ist eine Kulturpflanze. Es ist eine Kunst, einen Weinstock so zu beschneiden, dass man im Herbst gute Trauben erntet. Dabei muss man fachkundig und auch beherzt zuschneiden. Das geschieht vor Beginn der Vegetationsphase, aber dann auch noch einmal, wenn alles grünt. Dann werden unnütze Zweige abgeschnitten und die Früchte selber nochmal etwas gekürzt. Ziel ist es, dass im Herbst eine gute Ernte es gibt. Ein guter Weingärtner geht, wie gesagt, 7-mal findet sich in unserem Bibelabschnitt das Wort bleiben. Ebenso wichtig ist auch das Wort Frucht. Insgesamt 6-mal findet sich dieses Wort. Keine Frage, Christ sein und Gemeinde sein ist kein Selbstzweck. Wir kommen in der Gemeinde nicht nur zusammen, weil es dort gemütlich ist und wir es nett haben. Christen haben einen Auftrag, eine Mission. Wir sollen Früchte bringen. Diese Aufforderung könnte uns erschreckt fragen lassen, wie steht es denn mit uns? Bringen wir wohl genug Früchte? Oder werden wir abgeschnitten? Wäre christlicher Glaube und christliche Gemeinde ein erfolgsorientierter Betrieb, beispielsweise eine Versicherungsgesellschaft, dann wäre die Angst, nicht zu genügen, berechtigt. Im wirtschaftlichen Leben gilt oft die Regel, der Erfolg zählt. Wird er nicht erbracht, dann kann es sein, dass sich die Wege von Mitarbeitern und Firma trennen. Aber in unserem Bild vom Weinstock geht es gar nicht um Erfolg, sondern um Frucht. Ging es um Erfolg, ja, dann müssten wir uns als Rebe mächtig anstrengen.
damit wir genügend und genügend saftige Trauben hervorbringen. Aber Frucht bringen, Frucht bringt die Rebe eben nicht aus eigenem Können, sondern weil sie in Verbindung mit dem Weinstock steht. Und nur so kann sie Frucht bringen. Die Frucht kommt also von selbst. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. So sagt es der Heidelberger in Frage 64, ganz im Sinne unseres Bibelabschnittes. Also Erfolg haben und Frucht bringen sind zwei verschiedene. Das Bleiben ist das alles Entscheidende. Habt ihr schon mal versucht, euch an eine Stange zu hangen und so lange wie möglich hängen zu bleiben? Ohne loszulassen? Irgendwann werden euch die Arme ganz schön lang und euch bleibt nichts anderes übrig, als loszulassen. Aber es geht bei diesem Bleiben im Johannesevangelium nicht darum, dass wir etwas tun, also halten und aushalten, sondern dass wir uns halten lassen. Wir sind nämlich gehalten. Und das sollen wir zulassen, uns gefallen lassen. Wir müssen uns nicht krampfhaft irgendwo festhalten, denn das gelingt uns gar nicht. Bleibt bei mir, verlasst mich nicht. Das war ja die Erfahrung, die Jesus im Johannesevangelium macht. Menschen, die ihm lange folgten, kehrten ihm im Rücken. Und er fragt seine engsten Jünger, wollt ihr auch weggehen? Also ich bleibe bei euch, sagt Jesus. Wie sieht es bei euch aus? Bleibt ihr auch bei mir? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, antwortet Petrus. Wenn ich erlebe, dass es gut ist, bei Jesus zu bleiben, wie könnte ich ihm dann den Rücken kehren? Wie könnte ich mich dann in mich selbst zurückziehen? Das Nichtbleiben, das Weggehen ist also eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Wer bleibt, wird somit auch nicht herausgeworfen. Und wer bleibt, der wird auch Frucht bringen. Auch das eine unmögliche Möglichkeit, bleiben und keine Frucht bringen. Nicht, weil ich mich dazu jetzt besonders anstrenge. Nein, die Rebe erhält vom Weinstock den nötigen Saft, um Früchte auszubilden. Da brauchen wir uns gar keinen Kopf machen. Und nirgends wird hier dazu aufgerufen, die Früchte der einzelnen Reben miteinander zu vergleichen. Wer bringt wie viel Frucht und bringe ich wohl genug Frucht? So eine Frage zeigt ein vergiftetes Denken, das vergisst, dass die Kraft aus dem Weinstock kommt, nicht aus der Rebe. Kein Früchtewettbewerb also unter Christen. Stattdessen mit geöffneten Händen darum bitten, dass wir beschenkt werden. Jesus, der wahre Weinstock, gehegt und gepflegt von Gott, dem Weingärtner, damit wir Reben Früchte bringen. So wird Gott verherrlicht. Soweit das Bild in unserem Bibelabschnitt. Weingärtner, Weinstock, Rebe und Frucht. Gott, Christus, wir Menschen, und unser Tun. So weit, so gut. Ich möchte jetzt ein weiteres, ein fünftes hinzufügen. Die Reblaus. Von der Reblaus konnte natürlich damals noch nicht die Rede sein. Sie wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts von Amerika in Europa eingeschleppt. Damals löste sie im Weinbau Europas eine Katastrophe aus. Ganze Weinbauregionen wurden vernichtet.
Die Reblaus bohrt die Wurzeln des Weinstocks an und entzieht so den Reben die notwendigen Nährstoffe. Die Reben können so keine Früchte bringen. Erst dadurch, dass man die europäischen Reben auf amerikanische Wurzelstöcke aufpfropfte, bekam man die Katastrophe in den Griff. Vielleicht empfindet ihr das jetzt etwas verwegen, dieses Gleichnis so weiterzuspinnen. Aber ist das nicht gerade die Angst in diesen Tagen, dass die Pandemie auch unser gemeindliches Leben zerstört? Dass sie wie die Reblaus im 19. Jahrhundert den Fluss zwischen Christus und uns versiegen lässt, wir also geistlich verkümmern? Vor kurzem meinte ein Gemeindeglied zu mir: Glaubst du denn, dass die Leute wieder sonntags zum Gottesdienst kommen, wenn wieder alles normal ist? Viele haben sich jetzt doch daran gewöhnt, den Sonntagsvormittag anders zu verbringen. Die werden das doch nicht wieder ändern, wenn es möglich ist, Gottesdienste zu besuchen. Glaub mir, in Zukunft reicht das Gemeindehaus aus. Die Kirche, die brauchen wir nicht mehr. Klar, das war etwas provokant formuliert. Aber wie wird das denn sein, wenn die Pandemie so weit geschwächt ist, dass ein normales Leben, auch gemeindliches Leben, einigermaßen möglich ist? Covid-19 wirkt ganz schön auf unser Leben. Alles verändert sich. Ein Zurück, so als ob nichts geschehen ist, wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Was der Reblaus damals gelang, nämlich die Reben vom Saft des Weinstocks abzutrennen, das wird Covid-19 nicht gelingen. Daran glaube ich fest. Ich vertraue auf die Zusage: Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt, was immer ihr wollt, darum bittet. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Jesus Christus baut und erhält seine Gemeinde. Das setzt auch Covid-19 nicht außer Kraft. Amen.
Folgendes möchte ich euch mitteilen. Es sind mittlerweile über 1000 Euro an Spenden für unterschiedliche Zwecke eingegangen. Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern. Die Kollekte ist an diesem Sonntag für den Grenzboden bestimmt. Braucht ihr die genauen Kontodaten nochmal oder weitere Informationen? Schaut einfach auf unsere Homepage www.altreformiert-oelsen.de. Dort findet ihr auch den aktuellen Grenzboten, Jugendboten und unseren Gemeindebrief. Lasst euch einfach von Familienangehörigen helfen, wenn ihr die Homepage nicht selber öffnen könnt. Die Pandemie ist für unser Land eine medizinische, ja, und auch wirtschaftliche Herausforderung, aber wie ist das erst für Menschen, die in den ärmeren Ländern leben? Die Vereinte Evangelische Mission ist ein Zusammenschluss verschiedener Kirchen in Deutschland, Asien und Afrika. Unsere Kirche ist dort Gastmitglied. Wie andere Organisationen versucht auch diese Organisation, den Ärmsten in dieser Situation zu helfen. In den Fürbitten stimmen wir ein, in die Bitten der Vertreter der unterschiedlichen Kirchen. Die heutige Predigt und weitere Zeitschriften findet ihr hinterm Gemeindehaus. Ein Dankeschön geht an Siegfried Kluth, der die Filmsequenzen zusammenstellt und mit seinen Fotos und Filmen ergänzt. Ein Dank auch an Heinz-Josef Bausen an der Orgel und an Hanna Blomdahl und an Tabea Baus hinter der Kamera. Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Gott, wie wunderschön hast du die Welt gemacht. Wir staunen über die Blütenpracht, die wir in diesen Tagen erleben. Erste Früchte zeigen sich an den Bäumen. Die Vögel singen um die Wette. Es ist so, als ob die ganze Schöpfung dich loben möchte. Wie sollten wir da zurückbleiben und dich nicht loben? In all unseren Sorgen, in all der Unsicherheit dieser Tage, können wir so erfahren, dass du das Leben nicht aufgibst, uns nicht aufgibst. Lass uns darauf vertrauen, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns Lebenskraft und Mut schenkt. Lass uns auch in dieser Woche deine Gegenwart erfahren. Wir bitten dich für die Angehörigen von Hermine Wolter, die ihre Mutter, Schwiegermutter und Oma, ihre Schwester, Schwägerin, Verwandte und gute Freundin beerdigen mussten. So gerne hätten viele von uns mit der Familie Abschied von ihr genommen. Wir trauern mit der Familie. Wir sind dankbar, dass Hermine ihre letzte Zeit zu Hause im Kreis ihrer Familie erlebte, dass sie in der Gewissheit sterben konnte, dass du ein lebendiger Gott bist, der das Werk seiner Hände nicht aufgibt. Wir freuen uns mit Patrick und Rika über ein gesundes Kind. Wie schön ist es, so ein kleines Leben im Arm halten zu dürfen. Sei du mit dem Kind und seinen Eltern. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen im Krankenhaus und in den Altenheimen sind und keinen Besuch empfangen dürfen. Wir bitten dich für die Angehörigen, die abgeschnitten sind von ihren Liebsten und sie vermissen. Wir bitten dich für alle Angehörigen in den pflegenden Berufen, für alle Ärztinnen und Ärzte, alle, die mit dazu beitragen, die Folgen dieser Pandemie abzuschwächen. Mit den Christen weltweit bitten wir dich für diejenigen, die mit dem Coronavirus krank sind und um ihr Leben fürchten, sei du bei ihnen im Leben und im Sterben. Wir bitten dich für die Familienmitglieder, die sich um einen kranken Verwandten sorgen und verzweifelt sind, weil sie nicht besuchen können. Stärke sie. Wir bitten dich für alle von uns, die sich in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden und um ihre Zukunft fürchten, insbesondere diejenigen, die auf Tageslöhne angewiesen sind und aufgrund von Sperren nicht mehr arbeiten können. Gib, dass unsere Gemeinschaften stark genug bleiben, um alle zu tragen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Wir bitten dich für alle überforderten Eltern, deren Kinder nicht zur Schule gehen, dass sie etwas Luft finden, damit sie nicht weiterhin in der Lage sich sehen, sich in Liebe ihren Kindern zuzuwenden. Wir bitten dich für die Kinder, deren Bildung jetzt
durch die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten unterbrochen wird, dass sie ihre Chancen auf ein gutes zukünftiges Leben nicht verlieren. Wir bitten dich für politische und wirtschaftliche Führer, dass sie verantwortungsvoll handeln und Wege finden, die Welt aus dieser Krise zu führen. Alles, was uns auf dem Herzen liegt, sagen wir dir jetzt in einem Augenblick der Stille. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die Woche mit dem Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.